Ja, sie aus dem Raum und grüß euch, die Buben. Ja, wie seht ihr, ich bin im Dschungel herinnen. Ja, bekannte Gegend, wissen eh alle, neben der Donau. Ich wollte eigentlich auf das schöne Platz wieder gehen, wo ich schon öfters war, wo ich auch die Drohne steigen habe lassen, wo man so schön auf die Donau gesehen hat. Video kann ich da oben verlinken. Aber das war schon besetzt und wie ihr an den Eingangsbild gesehen habt, es sind schon ziemlich viele Autos da. Es sind auch viele mit Rauen da und auch viele mit Booten da und da sind die Platzen fast alle besetzt. Ja, irgendein Schiffernagel zieht da gerade vorbei, dürfte ein schnelleres sein. Vielleicht der Cityliner. Ist egal. Ja, ich bin heute wieder mal nach Langen ein bisschen rausgegangen. Das letzte Video ist ja schon wieder eine Woche her. Mein Kreuz ist in der Zwischenzeit wieder okay, aber das Knie spült noch nicht so mit, wie ich das gern tät. Darum habe ich es ein bisschen geschont. Ich werde es auch weiterhin schonen, aber ich wollte heute unbedingt einmal ein bisschen aussehen und wollte auch gar nicht so weit gehen. Daher hätte ich mir das Platzl da vorne gedacht, aber ich sage, das ist da jetzt entfernt von den vorne 200 Metern, vielleicht 150 Meter vom Weg einer. Wie man sehen kann, ist es eh fast alles undurchdringlich, weil es auch dschungelmäßig wieder. Ja, ich will mir da heute eine Kleinigkeit machen. Ich bin da zu einer Koch-Challenge nominiert worden. Aber das mache ich später einmal. Da lasse ich mir was Eigenes einfallen dazu. Ich habe mir jetzt ein paar so meine Waldviertler nach Langen einmal wieder. Da habe ich mir einen schon daheim aufgeschnitten. Das kommt ins Pfanderl. Dann habe ich ein bisschen Senf dazu. Habe ein bisschen Frühlingszwiebel, rohe Karotten. Habe ich mir auch nicht geschnitten. Dann habe ich noch irgendwas auch geschickt, wie halber das Brötchen und das sollte eigentlich schon reichen. Ich will auch nicht, weiß Gott, wie lange da bleiben. Es ist nur ein bisschen, dass ich nicht dauernd daheim um mich herum sitze, sondern auch ein bisschen gehe. Weil von den Sitzen wird das Knie auch nicht besser. Und ich bin auch jeden Tag ein bisschen unterwegs mit dem Spazierengehen, aber halt mit dem Rucksack hängt sich das schon ein bisschen mehr an. Daher bin ich auch nicht so weit gegangen. Ja, egal, wir werden sich das da jetzt einmal gemütlich machen. Wir haben es zwar erst 11:30, aber egal, der Hunger ist da. Und ja, wir haben 27 Grad schon wieder. Ja, und das ist sowieso ein Wahnsinn. Ja, ich habe auch meinen Dämpfer wieder dabei. Also das heißt, da kann ich es wieder schön drosseln, mein Flammerl, wie ich es brauche. Werden wir schauen. Natürlich habe ich wieder mein großes Materl vergessen da. Ist wurscht, lassen wir es ein bisschen drüber stehen. Kann auch nicht viel passieren. Und gehen wir jetzt ein bisschen Öl rein. Und dann geht's los. Ich gehe noch ein bisschen Öl, muss da reichen. Ja, lassen wir jetzt ein bisschen heiß werden. Dann schauen wir weiter. Ja, die Temperaturen sind im Augenblick, ein Wahnsinn, gewaltig. Also, sowas von extrem heiß. Ja, ich würde jetzt auch eine damit. Normalerweise das Tischl immer aus, heute habe ich das nicht gemacht. Ja. Schalim, schalicht. Ja, bin schon gespannt. Endlich gibt es ja diese Waldviertel wieder. Herrlich. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ich war hauptsächlich daheim im Garten draußen, ein bisschen im Pool rumgeschwommen. Ja, geschwommen. Quasi. So groß ist der nicht, aber ist ja wurscht, zum Ankühlen reicht es. Und ja, ein bisschen YouTube habe ich auch geschaut, aber eigentlich ein bisschen weniger. War eher mehr im Garten, war angenehm.
Ja klar, ganz ohne YouTube wird es nicht gehen, da schaue ich sowieso immer wieder rein. Aber jo. Ja, gefreut mich natürlich wieder sehr, dass ich endlich wieder ein bisschen rausgekomme. Wie gesagt, wird es noch ein bisschen zahm mit den Knien. Aber ja, wird schon werden. Unkraut vergeht ja bekanntlich nicht. Ne? Zum Trinken haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Energy dabei. Die haben wir Tutti Frutti. Nicht von der Mutti, keine Ahnung, von wem sie ist. Fremdes Tutti Frutti. Perfekto. Ja, auf einen Kaffee, ich freue mich natürlich auch. Und heute habe ich sogar was Süßes dabei, so ein Stückchen Mondstritzel immer mitgenommen. Ja. Heute werden wir richtig füllen. Ich würde sagen, das schaut extrem lecker aus und das lassen wir jetzt natürlich schmecken. Also in dem Sinne, Mahlzeit. Oh, das schaut ja wirklich super klasse aus. Ein bisschen Senf. Mhm. Sehr gut. Leider habe ich heute meine Bananenplatte daheim vergessen, aber es ist wurscht. Es wird so auch funktionieren. Herrlich. Das ist schon was anderes. Sorry. Das ist schon was anderes, draußen essen, was selber gemacht ist wie daheim. Ja, auch am Garten, ich bin auch viel am Grün, aber das ist was Eigenes und ich glaube, da verstehen mich etliche. Das ist halt was Besonderes. Kleiner Schluck. Prost. Ja, aber ich werde jetzt da in Ruhe essen, ich werde euch gar nicht weiter verleiten. Ich schalte euch nachher wieder dazu. Bis später. Ja, wir haben heute Donnerstag. Am Dienstag war ich im Burgenland unten bei einem Freund, der was mich eingeladen hat zum Grün. Da bin ich über Nacht geblieben mit meiner Frau. Und schreibt mir wer auch auf Instagram. Es war wirklich, es hat nichts zusammengepasst, es war wirklich ein Pech. Der Hans vom Kanal Marato Cambo, kann ich euch gerne da oben verlinken. Schreibt mal, Servus Karl, bin gerade in deiner Heimat. Es ist schön hier. Von meinem Platz kann ich deinen Hausberg und die Burg sehen. Mein Schwager und ich sind mit dem Boot auf dem Weg nach Bratislava und Nichtigen auf den Zeltplatz Stopfenreuth. Liebe Grüße, Hans. Tja. Und ich 150 Kilometer entfernt. Da war ich auf alle Fälle gern vorbeikommen. Das hätte man nicht entgehen lassen. Aber leider, wenn ich es früher gewusst hätte, hätte man das irgendwie verschoben. Aber hat nicht so in sein. Ja, sein Video ist natürlich noch nicht online, weil ich schätze, jetzt wird er schon wieder in Deutschland retour sein. Aber wenn er das Video online schaltet, wäre das auf alle Fälle da herum auch. Verlinken, das ist sicher eine geile Tour. Schau mal alle seine Touren an, gefallen mir immer sehr gut damit. Hey, ich fühle mich da einmal auf, dass ihr mal seht, wie still das da wirklich ist. Das ist schon beeindruckend. Ein paar Pollen fliegen da durch, aber darum bewegt sich fast gar nichts. Ah, schön aus der Zeit. Ja, Krankensettel, da wäre Lene dabei, ist ja urgemütlich, wird immer gemütlicher bei mir.
Das ist ja richtig Camping, Übercamping quasi. Ja, Krankensessel, wie immer, gesund werden. Und alle Gesunden werden sie mir nicht krank. Prost. Ah, Schwimmer. Einfach einmal ein bisschen relaxen und das Ganze genießen. So, jetzt bin ich mit Kaffee fertig und habe meinen Nachtisch vergessen. Aber den werde ich mir jetzt einverleimen. Der Mohn, Weckerl, Stritzerl. Ja, das geht eh immer. Mhm. Ah, oh, das war jetzt gut. Ja, aber wie erwähnt, ich werde dann schon langsam zusammenpacken und werde wieder zurück zum Auto und fahre wieder heim. Und so, so wie es ausschaut, werde ich noch ein bisschen in den Pool reingehen müssen. Mhm. So, Wuseln sparen wir da heute wieder. Das Grüne steht sehr bald alles wieder auf. Und jetzt gehen wir schon langsam wieder retour. Bin ja gleich am Weg draußen. Ja, sind wir gleich da. Da vorne ist schon der Weg. Ja, Freunde. Das war jetzt beim Zurückgehen, aber am Weg war die Hölle los. Da habe ich gar nicht mehr filmen können, so viele Leute sind da jetzt gigantisch. Aber gut, ist halt so. Daher verabschiede ich mich jetzt von euch da. Da von euch natürlich. Ja. Dass ich noch außer drin ist, die Hitze wahrscheinlich. Ja, ich sage immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Marl und pfiat euch, die Bäume.